Hola. Ella dice, estoy cansada. Ella dice que está cansada. Él pregunta, ¿estáis cansados? Él pregunta, si están cansados. Huch, das klingt komisch. Nee, ist es nicht. Wir verwenden gerade die indirekte Rede. Regeln und Beispiele zur indirekten Rede ohne Zeitverschiebung gibt's heute. Empezamos! Die indirekte Rede wird immer dann verwendet, wenn man wiedergeben möchte, was jemand gesagt, gefragt, geantwortet oder geschrieben hat. Verwandelst du die direkte in die indirekte Rede, musst du ein paar Regeln beachten. Diese sind: Die erste Person wird zur dritten Person umgewandelt, egal ob im Singular oder im Plural. Die Pronomen müssen ebenfalls geändert werden. Orts- und Zeitangaben wie aquí oder hoy können geändert werden, wenn es für das Verständnis und die Logik besser ist. Die Sätze werden immer durch que eingeleitet. Fragen werden in der indirekten Rede mit si formuliert. Wird für die Fragenformulierung ein Fragewort genutzt, so muss dieses bei der indirekten Rede zusammen mit que wiederholt werden. Imperative werden mit Hilfe des Subjuntivo wiedergegeben. Das einleitende Verb für die indirekte Rede heißt im Spanischen Verbo Introductor. Dazu zählen zum Beispiel contestar, preguntar, escribir, informar, contar, decir, afirmar, responder oder auch comentar. In diesem Video sehen wir uns die Anpassung der Zeiten an, wenn es zu keiner Zeitveränderung beziehungsweise Zeitverschiebung in der indirekten Rede kommt. Steht der Einleitungssatz im Presente, im Futuro oder im Perfecto, so wird diese Zeit bei der indirekten Rede übernommen. Dazu drei Beispiele. Ejemplo 1. Ella dice, estoy cansada. Das einleitende Verb, decir, steht im Presente. Daher bleibt die Zeit in der indirekten Rede gleich. Du musst lediglich das konjugierte Verb anpassen. Ella dice que está cansada. Ejemplo 2. Roberto ha contestado. He ido al médico. Hier steht das einleitende Verb contestar im Perfekto. Daher bleibt die Zeit bei der indirekten Rede bestehen. Nur das konjugierte Verb muss angepasst werden. Roberto ha contestado. Que ha ido al médico. Ejemplo 3. Dolores y María comentan. Mañana va a llover mucho. In diesem Satz steht das einleitende Verb comentar im Presente. Daher bleibt diese Zeit in der indirekten Rede gleich. Dolores y María comentan que mañana va a llover mucho. So. Jetzt üben wir das einmal gemeinsam. Pausiere gern nach jedem spanischen Satz kurz das Video, um dir die Lösung zu überlegen. Danach erklären wir die Lösung. Frase número 1. Pepe pregunta. ¿Dónde has estudiado? Das einleitende Verb steht im Presente. Da es zu keiner Zeitverschiebung kommt, muss nur das Verb angepasst werden. In der indirekten Rede hast du nun Pepe pregunta que dónde ha estudiado. Frase número 2. Carlos y Franco responden. Este año vamos a ir a Ribadesella. Auch hier steht das einleitende Verb im Presente. Da es zu keiner Zeitverschiebung kommt, erfolgt nur die Anpassung des Verbs. Carlos y Franco responden que este año van a ir a Ribadesella. Frase número 3. Ana María ha dicho, mi novio quiere comprarse un coche. Das einleitende Verb steht hier im Perfekto. Auch hier kommt es zu keiner Zeitverschiebung, sodass nur das Pronomen mit angepasst werden muss. Ana María ha dicho que su novio quiere comprarse un coche. Frase número 4.
Sandra ha dicho, tengo que comprarme más libros. Das einleitende Verb steht auch hier im Perfecto. So kommt es zu keiner Zeitverschiebung. Es müssen lediglich das Verb und das Pronomen angepasst werden. Sandra ha dicho que tiene que comprarse más libros. Und nun das letzte Beispiel. Frase número 5. La madre pregunta. Mañana vas a hacer tus deberes, ¿no? Das einleitende Verb steht hier im Präsente. Es kommt also zu keiner Zeitverschiebung. Nur das Verb muss angepasst werden. La madre pregunta si mañana va a hacer sus deberes. Im zweiten Videoteil sehen wir uns die indirekte Rede mit Zeitverschiebung an. Tippe einfach hier links auf das Video oder auf unsere Playlist. Abonnieren und Video an Freunde teilen freut uns sehr. Hasta luego y adiós.